Herzlich willkommen zu diesem Cho'gath Miniguide. Ab dem Moment, als Cho'gath erstmals das erbarmungslose Sonnenlicht von Runeterra erblickte, wurde die Bestie von einem wahren und unersättlichen Hunger getrieben. Er wird aktuell auf der Toplane gespielt und er ist ein Tank. Somit ist seine Aufgabe im Spiel, eine hohe Robustheit aufzubauen und dadurch den eintreffenden Schaden der Gegner vor Verbündeten abzufangen. Außerdem erlaubt es sein Fähigkeiten-Kit Gegner zu CC'en. CC ist Crowd Control, im Deutschen Massenkontrolleffekte, was nichts anderes bedeutet, als Gegner zu betäuben, hochzuwerfen oder sie zu verlangsamen, sodass sie ihren Schaden nicht anbringen können. Sonst besitzt Cho'gath eine geringe Schwierigkeit und ist sehr anfängerfreundlich. Abschließend kann man sagen, dass er geringen magischen Schaden verursacht, dafür eine hohe Robustheit hat und am Ende des Spiels am stärksten ist. Das war's jetzt aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive, Fleischfresser. Wenn Cho'gath eine Einheit tötet, erhält er etwas Leben und Mana zurück. Bei der Q reißt er den Boden am Zielort auf und schleudert gegnerische Einheiten in die Luft. Getroffene Gegner wird Schaden zugefügt und sie werden verlangsamt. Kommen wir zur W. Cho'gath stößt einen schrecklichen Schrei aus, der in einem kegelförmigen Bereich magischen Schaden verursacht und Gegner für eine Sekunde verstummen lässt. Die ist der Dornentod. Cho'gaths Angriffe setzen tödliche Dornen frei, die allen gegnerischen Einheiten vor ihm Schaden zufügen und sie verlangsamen. Zum Schluss zur Ultimate. Er verschlingt eine gegnerische Einheit und verursacht hohen absoluten Schaden. Wenn das Ziel getötet wird, wächst Cho'gath und sein maximales Leben erhöht sich. Ihr könnt unendlich Gegner fressen, um größer zu werden. Jedoch seid ihr bei Minions und Monstern auf 6 beschränkt. Als Abschluss haben wir euch noch ein Dashboard für Cho'gath zusammengestellt, damit ihr sofort ins Game starten könnt. Sollte hier etwas nicht mehr aktuell sein, dann schreibt doch bitte den Kommentar #outdated in die Kommentare, damit wir das Video updaten können. Vielen Dank. Das war's dann auch schon mit unserem Cho'gath Miniguide. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und schaut gerne in die Miniguide-Playlist rein. Dort haben wir alle Champions einmal durchgemacht. Weiteren Contents wie Guides, Tierlists oder Streams findet ihr auf unserem Kanal. Viel Spaß, ein schönes Game noch und vergesst nicht, #stayuntiltable.